Willkommen zurück zu Monster Crown. Ich starte das Spiel und auf einmal kommt Hinweis. Gucken wir uns das jetzt zum ersten Mal an, bevor wir anfangen zu quatschen, oder? Während deiner Abwesenheit hat Dragonis ein Item gefunden, ein Aloeblatt. Genau das ist nämlich eines der Dinge, die ich mit euch besprechen wollte. Ich bin ja immer fleißig am Offscreen trainieren, wenn ich das Gefühl habe, Nexomon wollte ich gerade schon sagen. Alter, Pokémon und Nexomon. Jetzt muss ich mich an Monster, einfach Monster. Das ist ein ganz toller Titel. Tatsächlich habe ich ja das ein oder andere Monster hier vielleicht gesehen in der Natur. Zum Beispiel, ich kann euch das mal kurz zeigen hier. Das hier ist ganz neu. Und es hat 3 Fragezeichen als Namen. Und das hier ist ganz neu und es hat Sternchen am Namen. Was es damit auf sich hat, das können wir jetzt gleich mal besprechen. Allerdings machen wir das während dem normalen Gameplay. Jetzt quatsche ich mal mit dem hier. Oh, wie wär's mit einem Duell? Oh ja, bitte. Random einfach Duelle in freien Wildbahn. Ja, geil. Und Alter, was hast du denn da? Blau, okay, Moment. Ich muss Gelb einsetzen. Dragonis, ganz gut. Ja, aktuell ist mein Dragonis Level 15. Ich bin total overleveled. Aber auch nur, weil ich halt eben meine anderen... Oh, das ist jetzt Gelb. Jetzt muss ich Grün einsetzen. Aber auch nur, weil ich meine anderen Monster hochtrainieren will. Ihr seht schon, die neuesten Monster hier, das hat Level 10. Ich habe alle auf mindestens Level 10 hochtrainiert und gedacht, hey komm, das wird ja wohl mindestens das Alter das sein, was ich brauche. Der wechselt so wahnsinnig schnell, ne? Okay, wieder blau. Das heißt, ich wechsle wieder auf Dragonis. Also das Wechseln ist echt extrem hier in diesem Spiel, ne? Ja, was hat es jetzt mit diesen komischen Monstern auf sich, die ich jetzt gerade eben gesehen habe? Oder bleiben wir erstmal beim Thema Items. Das ist mir nämlich auch aufgefallen, als ich trainiert habe, also offscreen gespielt habe, ist mir aufgefallen, dass jedes Mal, wenn ich dann das Spiel starte, dass öfters mal, also nicht jedes Mal, aber öfters mal eben angezeigt bekommt, dass ein Item gefunden wurde. Das finde ich eigentlich eine ganz coole Sache. Dann lohnt es sich immer mal wieder kurz reinzuschauen. Das ist eine coole Idee, von der ich gar nicht wusste, dass man sie so implementieren kann. Das erinnert mich so ein bisschen an die damaligen Soul Silver und Heart Gold Spiele. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Pokémon Soul Silver und Heart Gold? Da war das nämlich so, dass ihr diesen Pokéball mitnehmen konntet. Den habe ich noch hier, den müsste ich eigentlich mal rauskramen. Das war so ein kleiner Mini-Pokéball. Okay, ich bin, glaube ich, nicht im Vorteil. Eigentlich schon ein Typvorteil, aber ich krieg mein Monster kriegt's gerade nicht geschissen. Ja, ich könnte das mal machen. Aber bringt mir nicht viel, oder? Ja, bringt nicht wirklich viel. Ich habe mich wieder versucht, ein bisschen zu heilen, aber Bifra scheint's ernst zu meinen. Oh, das war die falsche Attacke. Ja, jetzt bin ich absolut zurecht gestorben. Ja gut, versuchen wir es mal so. Ja, das erinnert mich eben an Pokémon Soul Silver, habe ich mir damals auf dem Nintendo DS geholt. Oder halt eben auf dem 3DS kannst du es ja auch spielen. Und da war es tatsächlich so, dass man diesen Pokéball konnte man eben ein Pokémon mitnehmen aus dem Spiel und einfach mit rumtragen. Konntest es mit in die Schule nehmen und so weiter und so fort. Und dann konntest du es tatsächlich trainieren da in der Zeit, in der du es halt eben mit dir rumgetragen hast. Konntest du die ganze Zeit trainieren. Und ich fand das einfach eine coole Idee. Das war eigentlich eine richtig coole Idee. Und das ist hier offensichtlich so... Ja gut, ihr müsst hier nicht... Alter, was ist das für ein Viech? Was hab ich hier... Hab ich das gewone-hitted? Warte mal. Das ist blau. Warte mal, dann sollten wir es am besten mit gelben Attacken angreifen. Ich habe nur nichts Gelbes. Machen wir das hier mal gucken. Ah, bringt nicht so viel. Alter, was willst du denn? Gegner ein Sturm. Sag mal. Stirb halt. Es ist Level 8. Wieso geht denn das so ab? Sieht aus wie ein bärtiger Mann. Das sieht aus wie Reinhold Messner. Fiso. Das ist nämlich mittlerweile eins meiner Geheimwaffen geworden. Fiso ist extrem heftig. Extrem fies. Guck mal hier. Das hat eine 7er Power-Attacke. Die ist richtig cool. Also Fiso ist super. Fiso gefällt mir jetzt echt gut.
bleibt im Team erstmal. Alter, guckst dir an. Okay, ich bin aber auch im neuen Level drüber, ne? Ja, also ich finde das mit den Items auf jeden Fall richtig, richtig geil. Ja, und was hat das jetzt mit diesen ominösen anderen Dingen, die ich schon angesprochen habe, zu tun? Was hat es damit zu tun? Ja, es gibt tatsächlich Monster hier in der Wildnis, die kleine Sternchen vor und hinter dem Namen haben. Das war vielleicht ein Schlagabtausch. Danke für den spannenden Kampf. Oh, ich muss ihn wieder heilen gehen. So spannend er auch war, er hat mich total fertig gemacht. Ja, und speichern muss ich, weil in den Kommentaren stand, dieses Spiel hängt öfters mal an verschiedenen Stellen. Deswegen solltet ihr speichern, so oft es möglich ist. Ich hoffe, dass bald ein Patch kommt. Aber aktuell ist es noch so, dass das Spiel anscheinend in jeder beliebigen Situation hängen bleiben könnte. Von Situationen, die man jetzt nicht unbedingt vorausahnen kann. Was bist du denn? Fundus. Tauchender Troll. Level 35, willst du mich verarschen? Okay, komm, du machst einen Pakt mit mir, oder? Geht das? Lehn den Pakt ab. Hätte ich's mir doch gedacht. Das kann's knicken. Ich kann flüchten. Das geht nicht. Mein Team geht gleich drauf. Level 35? Ich konnte seine Nippel sehen. Ich glaube, oder? Das sind Nippel. Das sind doch alles Nippel, oder? Bei ihm da oben. Ich will deine Nippel nicht sehen. Lehn den Pakt ab. Ja, ich will jetzt flüchten. Ich gehe lieber. Aufgabe. Ja. Flüchten. Okay, es funktioniert. Oh. Okay, Dragonis ist jetzt drauf, aber ich zahle jetzt nicht schon wieder Geld, um mein Team zu heilen. Alter, wie krank war das denn? Okay, jetzt hier sind wir in einer Provinz. Ja, ich komme gar nicht zum Reden, weil es hier alles so interessant ist. Oh, das ist neu. Bist du? Du bist aber nicht so an hochgelevelt, oder? Gegner Brutus. Der Bully. Bully heißt doch so viel wie hier Dings. Level 11. Okay, das geht noch. Bully heißt doch so viel wie Mobber, oder? Bullying ist doch Mobben. Und Bully ist doch ein Mobber, glaube ich. Na, das bringt... Oder? Achso, nee. Oder war er dran? Nee, das hat mir nichts gebracht. Oh, shit. Sag mal, ich bin jetzt aber... Seht ihr, deswegen level ich offscreen. Damit genau sowas nicht nochmal passiert. Und ich muss schon wieder zurücklaufen und mein Team heilen. Und ich brauche neue Pakte, die ich kaufen muss. Das gibt's ja wohl nicht. So. Power 6, das wollen wir mal nicht machen, weil dann hauen wir ihn ja... Ich will ihn ja fangen. Ich weiß nicht, ob ich ihn ins Team nehmen würde. So vom Aussehen. Ja, ich glaube, er kann schon ordentlich zuhauen. Also, die Monster mit diesen kleinen Sternchen am Namen, das wird im Spiegel auch gesagt, wenn ihr mal so einem begegnet, die haben ganz besondere Stats. Die sind besonders gut in Angriff, Verteidigung, was auch immer sie ausmacht. Alter, das ist schon wieder ein nächstes. Ich muss mich kurz heilen gehen und neue Pakte kaufen. Ich habe keine mehr. Die sind besonders gut in den Stats. Das heißt, ihr solltet diese holen. Ich weiß nicht, ob die Shinies, die man eben kriegen kann, ob die wirklich... Was habe ich jetzt gemacht? Ja. Ob die Shinies, die man kriegen kann, ob die wirklich besonders sind oder auch nur vom Aussehen her, das kann ich noch nicht beurteilen. Das müsste ich, wenn ich wieder mal eins finden sollte, kann ich das euch ein bisschen besser beantworten. So, wie viel nehmen wir? Nehmen wir nochmal 10 mit. Ich fasse mein ganzes Geld. Ich muss unbedingt Geld farmen irgendwie. Ich weiß nur nicht, wie das in dem Spiel geht bisher. Also diese kleinen... Stats-Monster holt sie euch, denn ich denke mir mal, das können wir austesten, ich habe hier jetzt eins, ich denke mir mal, dass die halt eben besonders stark sind oder besonders tolle Sachen können oder sowas. Also das können wir ja zusammen rausfinden. Oh, hallo? Genau, ein bisschen Story wäre vielleicht auch mal wieder nicht schlecht, ne? Nicole. Oh, hello. Reist du umher? Schön, dass ein Kind wie du die Natur hier draußen genießt. Die Welt hat sich wirklich verändert. Ja, danke fürs Gespräch. Werde ich jetzt von einer wildfremden Frau angequatscht. Und dann hat die noch nicht mal was Vernünftiges zu sagen, außer... Hello! Was ist das? Was ist diese Ichse? Okay, das ist alles ein bisschen... Ab
abstrus. Okay, das sind X. Aber bei den Xen komme ich nicht weiter, oder? Gut, ich kämpfe nochmal gegen dich. Gegen dich habe ich noch nicht gekämpft und ich will dich noch haben. Dann kann ich nämlich auch sagen, Fulter, der Scavenger. Dann kann ich nämlich nur sagen... was diese Fragezeichen, dieses Fragezeichenmonster zu bedeuten hat. Oh, ich hab's direkt getötet. Anscheinend gibt es in diesem Spiel Monster, die ihr so wildfremd irgendwo auf dem Boden, also hier in der Natur findet, die tatsächlich ein Hybrid sind von mehreren Monstern. Und die haben dann ein Fragezeichen. Die sind noch nicht benannt. Hybriden, die irgendwie in dem Spiel zusammengesetzt werden und die du dann halt eben benennen kannst. Mir ist noch kein Name eingefallen, deswegen habe ich es noch bei Fragezeichen gelassen. Wir können es ja jederzeit umbenennen. Aber das ist ein bisschen, das ist eigentlich eine ganz coole Idee. Das sind ganz außergewöhnliche Monster. Ich habe es gefangen, natürlich, ist ganz klar. Ob es sich noch als gutes Monster herausstellt, das muss ich noch zeigen. Aber ist auf jeden Fall eine interessante Idee, oder? Hey Kind, ich überbringe ungern schlechte Nachrichten, aber diese Straße ist gesperrt. Siehst du den Riesen dort? Das ist ein Brutus. Normalerweise sind diese Monster ziemlich entspannt, bis sie etwas erblicken. Dass sie für einen ehrenbürtigen Gegner halten. Dann machen sie sich kampfbereit und man muss auf der Hut sein. Dieses Exemplar hier bleibt allerdings ruhig, ganz gleich, wer oder was sich ihm nähert. Offensichtlich hat es großes Vertrauen in seine Kräfte. König Tenner hat mich angeheuert, damit ich die Bestie ausschalte. Ich dachte, mein getreues Monster Chuck und ich könnten den Störenfried vertreiben. Aber der rührt sich nicht vom Fleck. Ich schärfe gerade mein Schwert und gebe meinem Chuck ein bisschen Zeit, seine Krallen zu wetzen, ehe wir zum unangenehmen Teil des Tages übergehen. Wie ich sehe, hast du ebenfalls ein Monster, aber dies ist nicht unbedingt eine kindergerechte Herausforderung. Naja, wenn du das ein oder andere über Kampftaktiken für Fortgeschrittene wüsstest, könnte es klappen. Lass mich wissen, wenn das der Fall sein sollte. Ja, jetzt! Okay, Kim, wenn du darauf bestehst, dann geh weiter und stelle dich dem Monster. Vorher solltest du aber wenigstens etwas über Monstersynergie wissen. Okay, davon weiß ich wirklich nichts. Monstersynergie? Oh Mann, welche Eltern lassen ihr Kind denn mit einem Monster in die Welt hinausziehen, ohne ihm vorher etwas über Synergie beizubringen? Ja, deine Eltern haben dir offensichtlich nichts über Höflichkeit beigebracht. Weil man andere Eltern nicht beleidigt. Deine Eltern sind wohl auch nicht so die Schlauesten. Gut, jetzt habe ich das aber auch wieder gemacht, ne? Ich diss mich wieder selber. Lass dir das von deiner Mutter erklären. Oh, und falls du noch völlig unerfahren sein solltest, rate ich dir, dich im Obergeschoss des Kurierdienstgebäudes in Kreuzlingen zu registrieren, damit du auf einem Lastenstorch nach Hause fliegen kannst. Okay, wir wissen also, was wir tun müssen. Wir müssen wieder nach Hause und mit Mama quatschen. Die macht uns ja noch nicht mal Frühstück. Und die soll uns erklären, wie das mit dem Ding funktioniert hier, mit den Synergien. Oh, wo bist du denn? Dich kenne ich auch noch nicht. Oh, der ist einfach verschwunden. Ich wollte ihn angreifen. Ja gut, wir sollen nach Hause. Machen wir das. Also dieses Spiel bietet anscheinend doch mehr, als man denkt. Tatsächlich. Also das, was ich jetzt bis jetzt rausgefunden habe. Oh. Kreuzlingen, Mühlingen, dein Hof. Oh, das ist aber cool gemacht. Guck mal. Finde ich cool. Jetzt muss ich natürlich noch rausstellen, wie groß das ganze Spiel ist. Also wie viel Spielzeit man hat, wie viele Monster hier da sind und so weiter und so fort. Und ob Mama mir irgendwann mal was beibringen kann. Wow, gute Arbeit, Toffi. Dein Monster sieht stark aus. Aber vergiss nicht, dass es 5 Monstertypen gibt. Böse, brutal, Wille, unnachgiebig und instabil. Deshalb solltest du ein Monster jedes Typs in deinem Team haben und für alle Gegner gewappnet zu sein. Aber ein großes Team bietet einen weiteren Vorteil. Monstersynergie. Einen Moment, ich schnapp mir kurz Tydon und das Primigon, das du gezähmt hast. Wir treffen uns gleich draußen. Tu ihm nicht weh. Das Primigon habe ich übrigens wieder hier auf dem Hof gepackt. Das ist nicht mehr im Team. Deswegen nimmt sie es wahrscheinlich. Alles klar, Toffi. Ich mag ein bisschen eingerostet sein, aber ich hoffe, du bist vorbereitet. Achte genau darauf, dass ich wann ich die Monster wechsle. Ja, wahrscheinlich, wenn man im Nachteil ist, oder? So, also. Es ist ein gelbes Monster.
Das heißt, wir müssen mit Grün angreifen. Am besten hier mit Nautilus. Schau mal, das ist die Synergieanzeige. Ja, das Gelb, oder? Ja. Wechselst du im Kampf deine Monster, steigt die Synergie. Greifst du schließlich an, wird die Synergie entfesselt und verstärkt deinen Angriff. Ach so. Aha, sieh mir zu und lerne. Okay, ich greife jetzt mal an. So, jetzt wurde gewechselt. So. Es ist... Ach, oder hat sie gerade das Falsche gezeigt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es jetzt ein blaues Monster. Und ich muss mit Gelb angreifen. Eine gelbe Attacke? Ja. Oh, schon wieder gelb. Ah, jetzt. Ah, dann ist das hier die Synergieanzeige. Hier, das da. Diese Balken. Okay, ich muss immer wieder wechseln. Okay, dann wechsle ich jetzt halt auch. Oder wobei, es ist jetzt... Na, eigentlich kann ich draufbleiben. Ich meine, schön, dass ich es immer wieder macht, aber... Eigentlich könnte ich es auch so gewinnen, oder? Guck mal, ich habe es auch so geschafft. Ohne Synergie, Mutter. Du hast ein bisschen was von mir zu lernen, würde ich mal sagen, ne? Mensch, das war ein Riesenspaß. Vergiss nicht, dass Monster-Synergie nicht nur die Angriffskraft erhöht. Synergie kann selbst einer unnachgiebigen Aktion wie Hieb vorübergehend einen zweiten Typ verleihen und so seine Wirkung verdoppeln. Vielleicht entdeckst du sogar Synergievorteile, die anderen Zähmer völlig unbekannt sind. Ich hoffe, ich konnte dir etwas Neues beibringen. Aua, ich glaube, ich habe mir einen Muskel gezerrt. Deswegen kannst du morgen nämlich nicht mehr Frühstück machen, ne? Okay. Kann ich jetzt eigentlich auch wieder zurückfliegen? Ah, da. Okay, ich wollte es gerade sagen. Ich muss hier den ganzen Weg laufen. Wäre echt ein bisschen bekackt. Kreuzling. Okay, haben wir das gemacht? Anscheinend sind Synergien wichtig, aber ich glaube, so richtig gelernt haben wir es jetzt von Mama. Wir haben ja die Grundsätze von Mama gelernt. Jetzt geht es halt darum, es in einem richtigen Kampf natürlich sinnvoll einzusetzen. Aber ich glaube, gerade wenn man gegen ein Monster kämpft, sind die Synergien wahrscheinlich nicht so wichtig, oder? Weil dann wechselst du ja nicht so oft, wenn du gegen ein Monster kämpfst. So, ach so, muss ich erst wieder mit dir sprechen? Das ist der Blick eines entschlossenen Zähmers. Ich erinnere mich noch, dass ich mein Spiegelbild ebenfalls mit diesem Blick anstarrte. Viel Glück, mein Kind. Ich freue mich schon auf die Darbietung. Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst. Guten Tag. Möchten Sie kämpfen, Herr Brutus? Gruark. Ja, ich denke mal, das heißt ja. Es ist vom Typ... Rot. Punch. Voll in die Fresse. Okay, also nehmen wir Blau. Ich habe zwar Kobreo, aber ich nutze Shoreyu, weil Shoreyu hat blaue Angriffe. Und deswegen benutze ich Shoreyu. Also einen blauen Angriff. Ich weiß nicht, ob der viel bringt, aber der bringt fast gar nichts. Boost durch Typenvorteil. Ja, was? Der hat überhaupt nichts gebracht. Okay, dann wechsle ich wieder. Ich nehme Ragonis. Eine meiner Geheimwaffen. Und ich habe gewechselt. Das heißt, meine Synergie ist gestiegen. Okay, warte. Okay, das ist gar nicht so schlecht. Brutus hat sich verteidigt. Also das heißt, wenn man auch auf Verteidigung geht, das kann man machen, wenn man L drückt, dann kann man seine Synergie auch aufladen. Okay, gut zu wissen. Ja, aber Verteidigungsmodus bringt halt nichts. Ne? Vielleicht sollte ich auch in Verteidigungsmodus gehen, wenn er das macht. Das aber bringt ja gar nichts. Ungünstige Paarung. Okay, warte mal. Das bringt mir überhaupt nichts. So was mal mit Schlinge. Ach du Scheiße. Da war meine Synergie. Ich nehme mal Fiso. Ich hab's noch nicht ganz raus. Also... Ich habe halt leider nichts Effektives offensichtlich gegen dieses Monster. Jetzt zieht ja fast nichts ab. Wieso zieht das nichts ab? Ja gut, lila Attacken sind ja eigentlich im Nachteil, ne? Es zieht echt so gut wie gar nichts ab. Und es wird immer besiegt. Ich habe keine effektive Attacke, Mann.
Das ist unglaublich. Und mal, mach mal hier mal sowas. Hier, die Abwehr wird gesenkt. Mal gucken, ob das was bringt. Verteidigt sich. Dann verteidige ich mich jetzt auch mal. So. Genau, wurde besiegt. Was ist denn das jetzt? Ich habe mich verteidigt und es wird besiegt. Also bitte, das ist jetzt echt ein bisschen lächerlich. Entschuldigung. Das muss ich jetzt echt mal sagen. Ja, genau. Synergie dich so durch den ganzen Kampf. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Synergie gleich Cheating bedeutet. Kann das sein? Es ist Level 18. Schon verstanden. Und trotzdem. Warte mal. Kann das hier die Kräfte der Flora absorbieren? Angriff und Abwehr 10%. So viel Zeit habe ich nicht mehr. Wahrscheinlich werde ich hier irgendwie one- oder two-hitted sein. Deswegen würde ich es jetzt mit einer starken Attacke versuchen. Wird aber nicht so viel bringen. Na. Ja, aber ich bin noch am Leben. Wir könnten jetzt mal mit einer anderen Taktik versuchen. Und zwar, wenn ich jetzt auf Item gehe, auf X, und ich nehme mir ein Aloe-Blatt, wird es nicht viel bringen. Ja, scheiße. Oder? Hat sich verteidigt. Okay, es geht tatsächlich doch. Ja, aber es reicht trotzdem nicht, oder? Ja, wurde besiegt. Scheiße. Viele Möglichkeiten habe ich nicht mehr. Aber dass der mich one-hitted, ist schon heftig, ne? Eigene Abwehr 10%. Gut, wenn der sich jetzt... Blubberbomb. Die sah geil aus, die Attacke, tatsächlich. Gut, wenn er sich jetzt... Ich könnte mich ein kleines bisschen... auf Abwehr pushen. Genau! Ich habe zweimal meine Abwehr gepusht! Alter, das ist doch lächerlich! Ich habe zweimal meine Abwehr gepusht. Und nö, ist nicht. Alter. Toll. Tolle Wurst. Es wird nix. Aber ey, ich find das jetzt ein bisschen komisch. Ich habe den Trick noch nicht rausgefunden. Wieso one-hitted der mich? Ja, er macht auf Synergie. Ich hab's schon verstanden. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass selbst wenn er im Typ Nachteil ist, one-hitted er mich. Und das darf eigentlich nicht sein mit Synergie. Synergie hin oder her. Es zieht halt echt nichts ab, ne? Egal, was ich mache, ich ziehe ihm halt so gut wie gar nichts ab. Ungünstige Paarung. Okay, schön für dich. Es ist halt echt lächerlich. Nee, das kann's knicken. Der Kampf wird nix. Aber der zieht mir jetzt aber auch irgendwie fast nix ab, ne? Warte mal. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Warte mal. Ich werde mich mal kurz heilen. Ich probiere jetzt nochmal was aus. Bevor ich hier am Ende noch komplett aufgebe, probiere ich jetzt mal ganz kurz was aus. Okay. Ungünstige Paarung. Ich gehe auf Verteidigung. Macht er nämlich jetzt auch. Ich habe jetzt meine Synergie gepusht. Und wenn ich jetzt angreife... Es war so knapp! Es war so knapp! Scheiße! Oh Gott, es war so knapp! Oh, meine ganzen Items sind weg. Es war so verdammt knapp. Oder? Nee, sind sie... Nee, sind sie tatsächlich nicht. Hä? Wieso habe ich meine Items noch? Normaler Pakt. Traumei. Okay. Okay, das versuchen wir nochmal. Ich glaube, ich habe eine Taktik rausgefunden. Gut, es war mit dem letzten Monster. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so
ideal gewesen. Wenn ich das nicht mit dem letzten Monster gemacht hätte, dann hätte ich natürlich noch schneller irgendwie das Ganze ausdeichseln können. Aber ich probiere es jetzt einfach nochmal. Grua. Und probiere das jetzt einfach mal. Vielleicht klappt es ja jetzt. Anscheinend ist hier mein Gaulop, weil es halt ein Sternchen ist und jetzt Stat-Verbesserung, tatsächlich gar nicht so schlecht. Warte mal, jetzt gehe ich auf Verteidigung. Wir beide machen das. So, und jetzt versuche ich mal wirklich die gleiche Taktik wie gerade eben. Naja, es zieht aber nicht so viel ab, ne? Und trotzdem gar nicht so schlecht. Auch jetzt wieder. Er macht ja die gleiche Taktik. Also ich versuche jetzt wirklich die exakt gleiche Taktik zu machen wie erstmal. Ja, damit sind wir ziemlich gut aufgestellt, ne? Wenn es so weiter geht, dann funktioniert das auch. Ah, wieso auf einmal so viel? Wieso zieht der auf einmal so viel ab? War das ein Glückshit oder sowas? Geht auch Verteidigung, ja. War das ein Glückstreffer? Ja, toll. So viel zum Thema. Das Spiel verarscht mich. Das Spiel hat sich gesagt, nö, du kriegst unsere Strategie nicht raus. Okay, wir versuchen es trotzdem weiter. Mit der Taktik. Ich synergie. So, genau. Wir beide Synergie. Und jetzt kann ich hier mit angreifen. Joa, hat schon besser funktioniert. Und trotzdem bin ich one-hitted. Also er ist echt schon ziemlich krass, wenn er seine Synergie aufgeladen hat. Aber wir können es trotzdem schaffen. Ja. Man muss halt seine Taktik irgendwie gegen ihn nutzen. Seine eigene Taktik. Boah, Alter, jetzt darf der halt auch noch zuerst angreifen. Ich dachte, ich bin so schnell mit meinem Viech. Warte mal, Fiso, der ist bestimmt sehr, sehr schnell, oder? So. Verteidigung. So, gut. Und jetzt greifen wir mit... Das ist unglaublich, wieso one-hittet der mich immer? Das ist so ekelhaft. Hör doch auf damit. Ah. Meine Monster sind anscheinend viel zu langsam. Ansonsten wird es funktionieren, wenn sie nicht so langsam wären. Das hat fast nichts abgezogen. Warum nicht? Du bist scheiße, Cobreo. Was bist du für eine Schlange? Du hast tolle rote Haare, aber mehr nicht. So. Ja! Besiegt! Das war aber auch ein Kampf, ne? Ein Krampf war das. So, was hast du dazu zu sagen? Wow, du hast großes Potenzial, mein Kind. Zumindest beim Second Try. Das Mindeste, was ich tun kann, ist dir die Belohnung zu überlassen. Hier hast du die $500. Es freut mich, dass ich einen echten Senkrechtstarter wie dich kennenlernen durfte. Bloß heilen gehen, ne? Was war da oben eigentlich? Oh, da kommt schon wieder der nächste Brutus. Nee, geh weg. Ich will jetzt echt mal ein bisschen Pause von dir. Okay. Tatsächlich haben die Synergien wirklich einen sehr, sehr großen Effekt. Jetzt im Nachhinein betrachtet, habe ich ja ungefähr die Strategie rausgefunden, was man machen muss. Aber, wenn ihr halt im Tempo-Nachteil seid mit euren Monstern, also wenn das andere Gegnermonster halt schneller ist, dann funktioniert das leider halt auch nicht mehr. Wenn es euch gefallen hat, auch wenn es nur im Second Try war, dann dürft ihr gerne positive Bewertung dalassen. Und ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal ein bei Monster Crown. Tschüss.